Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Family Fun, meine Lieben. Bei uns herrscht gerade Chaos. Wir bereiten unsere Koffer vor. Wir müssen Koffer packen. Oh ja, der Robert macht Autocheck, ob unsere Koffer in Auto reinpassen. Und die Millet hat Kreuzschmerzen und Schnupfen. Schaut mal, sie hat sich hier so ein, wie sagt man, Wärmeflasche gemacht für ihren Kreuz. Sie hat gestern Nacht bei mir geschlafen und hat gesagt, sie hat Schmerzen. Okay, das fängt schon mal gut an. Die arme Millet, die macht sich gerade Tee. Ja, Millets Koffer, die Sachen habe ich schon hergerichtet, die muss man noch reintun. Natürlich zeige ich euch alles, was drin ist, was Millet mitnimmt und so weiter. Ja, jetzt zuerst mal hier Chaos oben im Zimmer und so weiter beseitigen und dann nehme ich euch mit. Jetzt schauen wir mal, der Robert sagt, die Koffer passen ins Auto rein. So, Robert, was habe ich dir gesagt vor 2 Wochen? Hä? Sag mal, was habe ich dir gesagt? Glaubst du der dass Frau, Mai? Du mich liebst, hast du gesagt. Nein, ich habe das nicht gesagt. Ich habe gesagt, das passt. Du glaubst mir nicht. Schau mal, wie viel Platz da noch ist. Ja, ich habe dir doch gesagt, da passen. Das Auto ist riesengroß. Das sieht man doch so gar nicht. Ja. Jetzt. Da passen, ja, passen oben ja nur locker, also nebenhin noch einer. Koffer sind jetzt leer, wenn die natürlich so ein bisschen bauchig sind, aber das klappt trotzdem noch. Ja, sag. Das heißt, wir müssen gar nicht mit meinem großen Auto fahren. Sparen wir nochmal Spritgeld. Genau. Und die Millet, meine Lieben, hat Kreuzschmerzen seit gestern Nacht. Guckt mal, sie hat hier eine Wärmflasche hinten drin und einen Tee in der Hand, weil sie Schnupfen hat. Toll, Millet, jetzt wirst du auch noch krank. Das ist super. Naja, ich hoffe, wir hoffen nur, dass es vergeht. Es ist noch heiß. Mhm. Okay, also ruh dich mal schön aus und ich zeige, was alles in deinem Koffer ist, okay? Dann schauen wir uns mal an, was Millet in ihr Koffer alles eingepackt hat. Sie hat sich hier ihren Einhorn-Overall reingetan. Ihre Bauchtasche hier, die kleine. Und dann haben wir hier, schaut mal, T-Shirts. Viel T-Shirts, also keine Tops oder so, weil so heiß wird es drüben nicht. Eine kurze Hose bloß. Ihr Bugs-Shirt natürlich, wenn wir auf ein Spiel gehen. Und hier hat sie sich 2 Hoodies eingepackt für abends und natürlich einen Schlafanzug und 2 Badeanzüge und das sind ihre ganzen Hosen. Das war's eigentlich, weil man kann ja in den USA so viel einkaufen, shoppen. Wir werden da schon einiges noch mitnehmen, denke ich mal. Und hier hat sie ihr Beauty-Zeug. Wir haben nur so kleine Shampoos und Duschgels eingepackt. Schaut mal, weil nur ein Parfüm haben wir so ein kleines mit dabei. Ihr Kamm hat sie da drin und da haben wir so ein Deo, den werde ich benutzen, den habe ich jetzt mal da rein. Also nur kleine Reisegrößen, dass wir dann drüben alles entsorgen können. So, das ist jetzt Millets Koffer. So, ich habe auch meinen Koffer gepackt, meine Lieben. Bei mir ist ein bisschen mehr drin als bei der Millet, weil in den USA findet man nicht so die Sachen, was ich will. Da gibt es eher mehr so sportliche Sachen. Also zeige ich euch mal so grob, was ich drin habe. Da habe ich meinen Schmuck drin. Ich nehme nur einen Rucksack mit und eine Handtasche. Mehr nicht, weil letztes Mal haben wir in den USA so viele Taschen gekauft und dann waren die anderen umsonst. Und der Robert hier ist beim Unterhosen aussortieren, weil er die alten mitnehmen will und drüben wegschmeißen. Genau, ich nehme in die USA grundsätzlich nur alte Sachen mit, die ich sowieso nicht mehr anziehe oder so, weil um Platz im Koffer zu schaffen für, ja, die man shoppt. Hallo! Weil in den USA ist es halt immer so extrem günstig, Klamotten zu shoppen und da war ich schon wieder zuschlagen. Aber in den Videos ziehst du bitte neue Sachen an, gell? Wir wollen dich nicht mit den alten Sachen sehen. Nein, ich nehme nur alte Sachen mit. Ja, aber du ziehst doch da die neuen Sachen auch mal an. Ja, genau. Okay. Ist natürlich auch vom Zoll her geschickt, ne? Genau. Einmal anziehen, Preiszettel weg und verstunken in den Koffer rein, dann zahlt man keinen Zoll dafür. Koffer sind fertig gepackt. Nee, geht's dir besser, Maus? Ja. Hm? Ja, aber meine Nase ist ein bisschen, aber es wird besser. Es wird besser. Dein Kreuz? Ist gut wieder. Ist gut? Echt? Hm. Und Millet macht sich hier Eier. Ich hab so Hunger. Ja, sie hat jetzt Hunger. Ich hab gar nichts mehr gegessen. Also ich bin dann aufgewacht und hab gedacht, ich kann den Hunger noch aushalten. Und jetzt kommt voll der Hunger im Bauch. Okay, also jetzt machst du die Eier. Sag mal, wie rot sind wir denn, Millet? Lädt sie die Reak einfach draußen an. Das regnet. Wir gehen jetzt zu Oma, zu meiner Mama. Wenn es regnet, dann würde man so anfangen zu rennen. Nee, ich muss heute Abend eh duschen, weißt du, Millet? Deswegen ist mir das jetzt egal.
Ja, zu meiner Mama gehen wir jetzt zum Verabschied, zu meinen Eltern. Und da habe ich noch ein paar Sachen in der Tüte, Gemüse, Obst und so weiter, die der Gian nicht isst, wenn wir da weg sind. Bringe ich denen, dass sie nicht daheim verfaulen. Hey, was hast denn du da? Das ist meine Antisahne, die ich gestern bei Bengi gelassen habe. Oh. So, einladen. Bengi hat gesagt, ich soll dir ganz viele Bilder schicken, wenn wir am Flughafen sind und wenn wir gerade nach Frankfurt fahren. Ganz viele Bilder soll ich hier schicken. Okay. Was Milay alles zu ihrer Freundin mitgenommen hat, das gibt's nicht. Milay, hast du Kuscheltiere mitgenommen? Irgendeiner fehlt. Welche fehlt? Dann muss ich mal nachschauen. Habt ihr mit denen gespielt oder was gestern? Da fehlt keiner. Was? Habt ihr gespielt mit denen gestern? Ja. Ja? Ich bin mit denen gekuschelt, wie er so gut nach und haben mit dir zusammen geschlafen. Okay. Ich brat noch Hamburger für den Gian an, dass er morgen was zum Essen hat. Das kann er sich dann in den Semmel reinlegen. Und der Silas, was ist denn? Du hast schon Essen bekommen. Ja, Gian geht nicht mit, der will nicht mitfliegen, der will nicht. Also bald im Mai mit seinen Kumpels in den Urlaub. Und hat er gesagt, Florida Mama mit euch. Nee, ich mach's lieber mit meinen Freunden, Kumpels. Okay, der ist ja schon 18. Dann macht er hier Tiersitting. Ja, Hundesitting und Katzensitting. Was denn? Du kleine, schnuckelige Maus, du hast immer Hunger. Ich weiß, gell? Wo ist denn Kira? Keine Ahnung. Wo ist denn Kira? Kira ist da hinten. Da ist sie. Die bleibt natürlich auch mit Gian. Und ich komme zum Ende von unserem Video. Ich muss noch dieses Video hier schneiden, hochladen. Und dann ist es bestimmt schon 11 Uhr und nachts um 3 Uhr wollen wir schon los. Aber natürlich gibt es einen Vlog unterwegs für euch, meine Lieben. Milay schaut jetzt noch eine halbe Stunde Tepp hier neben mir. Und dann war's schon. Okay, also, meine Lieben, wir sehen uns in Florida wieder. Bleibt dran an unseren Videos. Gerne unseren Kanal abonnieren, ja, genau. Das Video liken und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye, bye.